Dann schauen wir sie mit. Der macht es immer lauter, damit ich immer tauber wäre. Mein Ohr ist schon kaputt. Bro! Also, je unkonzentrierter ich bin, desto konzentrierter bin ich. Das ist ein Tee! Das ist kein Penis! Es ist ein aktiver Spritzschwanz. Es ist ein Tee, es ist ein Buchstabe. Es hat nichts mit dem Penis zu tun. Es ist ein 1A-Schwanz und wenn euer Schwanz nicht so aussieht und leuchtet im Dunkeln, dann habt ihr ein Problem. Hallo? 2016. 2016. Leute, das ist 7 Jahre her. Quick Mass! Ich check grad nicht. Warte, was ist passiert? Achso, warte, ich geh schnell meine Nase holen. Gargamel! Gargamel, wohin? Ich geh meine Nase holen. Dieser Lockdown tut uns allen gar nicht gut. Ein Krokodil im Supermarkt? Was ist das, ein Salamander? Bro, sind das nicht Salamander oder so? Das ist doch ein Salamander, Digga. Komodo war ran, hab ich jetzt gelernt. Schicke Unterhose. Er kann es nicht lassen. Dieser kleine Geier. Ihr müsst aufpassen. Es könnte, Alter, stabiler heute Bart. Während des Livestreams durchaus mal passieren, dass ich kurz abdrehe oder sowas. Es kann nur sein, dass es zwischendurch zu kurzen Ausfällen von meinem Gehirn kommt. Ja, und das dass man da einfach nicht diverse Problematiken auffinden kann. Ja? Beautiful girls all over the world. Ja! I could be chasing every time. Mama hat gesagt, mein Kind, nimm mein Auto, du darfst ein bisschen rumfahren. Ach Mann, ich will mit ihm einen Entzug machen. Ich hab Wasser ausgekippt. Oh mein Gott, ich hab's doch nicht, weil's leer ist. Oh mein Gott. Traum. Junge. Buster, guck dir an, wie ich fahr. Guck's dir an. Guck's dir an, Buzza, wie gut ich mittlerweile geworden bin. Ah, verpiss dich doch! Jetzt guck, Buzza, pass auf! Das Ding ist halt, ich bin schon so oft mit ihm Auto gefahren und er fährt auch IRL einfach so. An! Einfach Kindergarten ist für ihn, da rast er durch, ist ihm alles egal. Ah, hast du gesehen, wie ich ihn gefangen hab? Jetzt guck! Ups! Oh, wisst ihr, worauf ich bereit bin? Ich hab Bock auf einen richtigen. Da schreibt einer in den Chat, die armen Felgen. Der Typ nimmt einen ganzen Zaun mit und du denkst an die Felgen. Die armen Felgen. Die armen Felgen, sagt der. Der Typ fährt gegen eine Mauer. Ein Schwanz im Rachen. Was? Ich will auch einen Schwanz im Rachen. Ich will es nochmal hören. Ich hab Bock auf einen richtigen Schwanz im Rachen. Da. Ich hab tatsächlich schon mal Handball gespielt. Ich hab Handball gespielt in der Schule. Da muss man. Hä? Bist du dumm? Das ist Hockey. Das ist Hockey. Das ist Hockey. Tisch. Um Klitschen oder so. Geh mal hier dahinter, vielleicht sieht man dich ja dann. Na, wie Spiel. Denn? Bist du dumm? Hä? Oh nein. Ach so, stimmt. Oh nein, ist die Hat sie gedacht, dass beim Greenscreen einfach Sachen durchsichtig werden? Hat sie wirklich gedacht, dass Dinge durchsichtig werden? Oh Mann. Oh Mann. Digga, wenn das nicht bei kein Konzept hochgeladen wird, Digga, dann ist der Typ einfach los. So nämlich, einfach mal erpressen. Das habe ich gemacht für eine Message, alright? Und zwar, dass ihr euch nicht schämen müsst für euren Style. Digga, du solltest dich für dein Gesicht schämen, du Köpek. Ja, yeah, ich bin Nick Beats und ich bin Gamer. Hi. Hey! Ich bin Revinzeit. Hey! Ich bin Gamer. Nein! Oder so. Nein! Nein! Gamer oder sowas. Kannst du dir das Ding erklären? Oh,
Oh, oh. Ah, ich hab heute Abend wieder... Oh, ich hab heute... Ich hab heute Abend... Oh, oh. Ich hab Joghurt im Bett gegessen. Ich hab Joghurt im Bett gegessen. Mama, ich hab Joghurt im Bett gegessen. Einfach ein Topf griechischer Joghurt mäßig. Was sind das für Tiere? Nach 11 Tagen. Tiere, oder was ist das für ein Tier? Das da unten ist ein Hund, was ist das? Ein Biber oder ein Otter? Otten. Erdmännchen aus einer Mann. Ja, kann ich gerne schicken den Link, ist kein Problem. Teamspeak, ups. Über... Montag habe ich ein Cringe-Date mit Gina. Das wird auch interessant, Leute. Kennt ihr noch Gina von Nico? Montag machen wir Cringe-Date gemeinsam. Oder Montag machen wir den. Machen wir einen Kochstream. Und Dienstag machen wir den Cringe-Stream. Dienstag machen wir den Cringe-Dating-Stream und Montag machen wir das Kochstream-Ding. So ein Ding nämlich. Warte. In the middle of a street. Hier. Gina. Ihr kennt doch Gina. Und dann machen wir einen Kochstream und einen Cringe-Stream. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es geordnet. Was war da denn los? Madeleine, dankeschön. Chad, ich habe zum ersten Mal stilles Wasser aus einer Glasflasche gekauft. Und wir testen es jetzt zusammen, ob es besser schmeckt als Leitungswasser. Immer wenn ich meinen Penis irgendwo benutze. Genau das passiert. Man denkt, der ist hart und dann ist er aber einfach nur aufgepustet. Ach, sorry, jetzt ist der ganze Witz kaputt. Naja, stellt euch einfach vor, was ich gerade gesagt habe. Guckt einfach nur das Video. Selber schuld. Warte mal, irgendwie habe ich es mir nicht so ganz so vorgestellt. Warte mal, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ich glaube, der ist sauer. Hoho. In die Kurve. Was? Womit fährt der? Mit dem Rollbrett? Nein! Hoho. Der fährt gar nicht mehr, der muss zum Reboot-Van. Mann! Das... Was? Das ging ins Gebüsch. Was? Oh, so, oh, er ist so hübsch. Oh, setz dich auf mein Gesicht, Tuddle. Ich hab eine Challenge für dich, probier. Bitte, ich find ihr so heiß. Hier mal eine Minute zu Beatbox, ohne deinen Arm zu bewegen. Ach, come on. Siri, Timer, eine Minute. Aber der Pulli gefällt mir. Oh no, I hope I don't fall. Papa hat nochmal über dich gesprochen. Nice. Ich würde euch was erzählen, aber ich darf euch nichts erzählen. Wait a minute. So, okay, Chad, ich hatte ein fucking Date. Nein. Es ist ja kein scheiß Geheimnis, okay? Doch. Und ich dachte mir so, Bro, vorne am Billardtisch, okay, vorne am fucking Billardtisch stand ein fucking PC und zwei Bildschirme. Ich dachte mir so, Digga, wenn das Girl hier ist, dann will ich wahrscheinlich Billard spielen, okay? Mhm. Da kann doch nicht so ein scheiß eingestoppter PC stehen. Also habe ich alles an Müll hierher gebracht. Weil ich mir dachte, ob es hier noch mehr Müllig ist, ist es scheißegal. Und dann habe ich einfach die Scheiße hier zugemacht, okay? Und bumm, fixed. Okay. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst.